Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video habe ich ein paar super schöne Sachen aus den 90ern, aus den frühen 90ern, aus Mitte der 90er und auch ein bisschen später. Die sind hier zu sehen. Da hat es einmal hier ein Laptop von Phobos, den Highscreen Laptop 8100. Der ist aus Anfang der 90er. Da zeige ich mal, was der kann und was der hat und wie original der ist. Und hier dazu ein Monitor. Dann habe ich hier die entsprechende zeitgenössische Software, die man so kannte, wenn man damals in Computerläden war. Hier hinten noch die entsprechende Hardware dazu. Und was das Toshiba Notebook hier macht, das zeige ich auch mal. Das Notebook, das ist hier das Laptop 8100, mehr heißt es nicht. Und es wurde damals bei Phobos verkauft, so um das Jahr 1990, 91 rum, kann man vermuten. Vielleicht auch sogar vorher, so ganz genau kann man das nicht mehr zuordnen. Und das ist hier angeschlossen an den Monitor, auch von Phobos. Der Monitor ist von 2003 und der ist Farbe. Ja, da liegt die Betonung drauf, weil wenn man hier umschaltet auf das interne Display, dann sieht man schon die Qualitätseinbuße. Das ist schwarz-weiß. Das Notebook hat tatsächlich nur ein schwarz-weiß VGA-Display. Das Gerät ist wirklich ein Riesenklotz und ich habe es hier mal auf die Waage draufgestellt, auf die Paketwaage, wiegt 8,3 Kilogramm. Ich gehe mal davon aus, dass das Schwerste hier die Festplatte ist und auch der Akku, der da drin ist. Ich werde das nachher mal auseinanderbauen am Ende von Video und dann kann man sich das mal anschauen, wie es da innen drin aussieht. 8,3 Kilo schwer und ungefähr 10 cm hoch hier an der oberen Kante und das Ganze noch monochrom. Und so sieht das Ganze zugeklappt aus. Das war damals nicht ganz billig gewesen und war richtig Hightech. Und Phobos hatte das meistens ein bisschen billiger angeboten als andere Hersteller, als andere Markenhersteller. Und die haben einfach ihr Logo hier oben drauf geklebt. Diese Notebooks, das sind Geräte, die wurden Anfang der 90er irgendwo in Taiwan meistens hergestellt oder Hongkong. Und wenn man hier mal fühlt, das ist einfach draufgeklebt, das ist ein bisschen erhabener Aufkleber. Aber das ist praktisch ein No-Name-Notebook, wo Phobos eben hier diesen Highscreen-Aufkleber drauf gemacht hat und hier drüben den anderen. Hat auch ein richtig schönes Panel hier vorne, einmal hier Batterie oder dann eben Netzteil, das leuchtet rot, wird jetzt mit Netzteil betrieben. Die Batterie ist mit Sicherheit schon kaputt, hoffentlich nicht ausgelaufen, mal schauen. Dann hier Battery Low und dann hier Num-Taste, Turbo ist auch aktiviert, wobei ich bis jetzt noch keinen Turbo-Knopf gefunden habe. Dann Festplatte, Floppy und hier Caps und Scroll, also die unteren drei für die Tastatur. Hier drüben kann ich das Display heller machen und dunkler und kann den Kontrast einstellen. Das Display ist wirklich knüppelhart, also schlecht eigentlich im negativen Sinn. Und mal abgesehen davon, dass es super klein ist und auch hier super dick, was immer auch hier hinten überall drin sein mag, ist die Bildqualität natürlich auch eher mau. Wenn ich das hier ein bisschen bewege, sieht man schon, das ist dann teilweise gar nicht mehr lesbar. Interessanterweise ist es jetzt hier im Video besser lesbar als in echt, wenn man daneben steht. Farbe hat es eben keins. Hier kann ich den Kontrast einstellen, wobei die einzig vernünftige Einstellung ist eigentlich die, wie es eben war. Also viel einstellen kann man da gar nicht. So, jetzt ist es hier wieder lesbar. Wenn ich den Kontrast zu weit runterdrehe, wird es sehr dunkel. Und auch sehr fleckig, aber das war damals tatsächlich so gewesen, auch beim Neukauf. Und hier Helligkeit kann ich einstellen, aber das bringt auch eigentlich relativ wenig. Und wie gesagt, im Video, komischerweise die Kamera, die kann das Bild hier besser darstellen, als wenn man wirklich davor steht. Liegt vielleicht daran, weil die Software hier von der Sony-Kamera da das Bild noch ein bisschen nachberechnet. Aber sehr praktisch, das Laptop-Notebook möchte man es jetzt gar nicht bezeichnen. Das hat einen externen VGA-Ausgang. Ich zeige mir gleich die Schnittstellen hier hinten und da habe ich hier noch bei mir im Lager diesen Phobos-Monitor gefunden. Den habe ich mal auf dem Sperrmüll gefunden. Der stand auf der Straße und der ist von 2003, also ungefähr so 13 Jahre älter als das Notebook. Und den kann ich hier mit VGA anschließen. Und da kriege ich zum Glück ein Farbbild und das ist wirklich eine ganz Top-Qualität. Also hier kann man jetzt wirklich richtig gut mitarbeiten. Dankeschön an den Toni, der das Notebook geschickt hat. Und das Notebook, so wie es jetzt hier zu sehen ist, die Software, die war da schon drauf. Und so wie es ausschaut, ist die auch ungefähr schon so 25 Jahre alt und älter. Also die wurde vor 25 Jahren ungefähr
installiert, gehe ich mal von aus. Die ganze Platte hier sieht man schon Copyright hier von den Maustreibern 83 bis 92. Hier unten Norton Commander 93. Und das funktioniert auch alles recht gut. Ich habe es mal ausgeschaltet und was als erstes hier auffällt, das ist der Griff. Das ist dieser hier unten. Da kann ich das komplette Notebook dran hochheben. Und der muss natürlich 8,3 Kilo abkönnen. Und das ist entsprechend schwer hier. Kann man in jedem Bodybuilding-Studio einsetzen. Und interessant finde ich eben auch hier diese Befestigung. Das hier ist echtes Stahl, links und rechts. Der Griff, der hier neben dran ist, der ist eben befestigt mit diesen zwei Stahlschienen. Und ich gucke mal, wie dick die sind. Das sind 2 mm Stahl. Ich glaube, so viel Stahl und so viel Metall ist in keinem heutigen Notebook mehr überhaupt verbaut. Das hier ist der einzige Aufkleber, der auf dem Gerät drauf ist. Laptop Computer Modellnummer Laptop 8100, sehr originell. Und dann hier die Seriennummer Made in Taiwan, aber nur nicht mal ein CE-Zeichen oder sonstiges. Die kam ja erst später und das eben hier deutet darauf, dass das irgendwo so ein No-Name-Produkt ist aus ungefähr so 89, 90, 91. Auf der linken Seite konnte man noch eine echte Tastatur anschließen, also eine externe Tastatur. Und da muss man aber noch umschalten. Hier ist so ein kleiner Schalter drin, den muss man mit dem Schraubenzieher betätigen, kommt man so mit dem Finger nicht dran. Kann man umschalten zwischen interner und externer Tastatur. Das sind die Anschlüsse, die dran sind. Claro, USB ist da überhaupt nicht. Hier extern VGA-Monitor findet man 30 Jahre später auch noch an vielen Geräten dran. Seriell 1, Seriell 2 und hier der Drucker. Und das ist keine zweite Druckerschnittstelle, sondern da konnte man noch eine externe Floppy dran anschließen. Die war auch in einem entsprechend grauen Gehäuse. Gab es auch als 5¼ Zoll Floppy und hat den gleichen Anschluss gehabt wie hier die parallele Schnittstelle, die externe Floppy. Mal gucken, vielleicht finde ich noch eine. Die sieht auch sehr interessant aus, wenn man im Internet googelt. Hier der Ein- und Ausschalter und der Akku, der ist aber scheinbar komplett leer und ohne Funktion. Und hier kommt das Netzteil dran. Nicht, dass man jetzt denkbar, dass bei so einem Riesenteil das Netzteil auch noch intern wäre. Absolut einmalig ist hier aber die Möglichkeit, dass man hier eine ISA-Karte einbauen kann. Da sieht man hier zwei Abdeckungen oben und unten. Und hier ist ein offenes Fach hinter der Abdeckung. Erstmal ganz unspektakulär, ein paar Dip-Switches. Kann man irgendwas einstellen? Dummerweise habe ich kein Handbuch dafür, insofern müsste man hier raten, was das sein kann. Und hier diese Klappe, die kann man abnehmen und da sieht man da eine Karte. Da ist tatsächlich eine ISA-Steckkarte eingebaut, genauso wie man die in PC einbauen kann. Da ist er hier zu sehen. Hier ist das Slotblech und auf der anderen Seite kann man hier einen Netzwerkanschluss dran machen. Und diese Anschlüsse, die man hier sieht, das ist ein AUI-Anschluss auf der rechten Seite und links dann ein ganz normaler Anschluss für ein Patchkabel. Und die Karte kann man auch ausbauen und kann die in Desktop-PC einbauen. Schraube ich mal raus die Karte. Das ist der einzige Nachteil bei diesem Notebook. Da muss man eine Schraube lösen wie bei einem PC. Und wenn die hier reinfällt, dann hat man ein echtes Problem. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft das passiert ist. Und dann ist die Schraube gegen das Mainboard gekommen und dann gab es einen Kurzschluss. Und das ist die Karte, die hier eingebaut ist. Also eine 8-Bit ISA-Karte von SMC. Das ist eine Netzwerkkarte. Und da kann man die auch ausbauen und kann die in jedem PC benutzen. So ein Steckplatz macht natürlich jedes Laptop ziemlich groß und klobig. Hat man natürlich drauf verzichtet. Kam dann später PCMCA oder PC-Cards. Und diese Karten, die haben natürlich da nicht mehr wirklich sinnvoll reingepasst. Hier drüben an die Seite, an den Anschluss, da konnte man noch ein externes Keypad anschließen, also so ein numerisches Tastaturpad. Und das müsste eigentlich auch dabei gewesen sein, war damals in den 90ern sehr hip, das entsprechend hier neben noch zu benutzen, wenn man irgendwie viel Zahlenkolonnen hatte, Excel und so weiter. Sehr interessant ist dieser Schalter, da kann ich die Floppy umschalten von A nach B, weil ich kann ja auch noch eine externe Floppy anschließen. Dann konnte ich hier per Schalter einstellen, ob das jetzt Laufwerk A, dieses hier, oder Laufwerk B sein soll. Diskettenlaufwerk, das hat aber irgendein Problem. Zum einen ein mechanisches, wenn man hier die Diskette reinsteckt, fällt dummerweise hier die Taste ab. Wirklich schade. Und dann liest das Disketten auch nicht richtig. Das ist wahrscheinlich ein 1,4 Megabyte Laufwerk. Und kann aber auch sein, dass es ein 720 Kilobyte Laufwerk ist. Das kriegt man erst raus, wenn man es aufschraubt und nachschaut, liest aber dummerweise keine Disketten bei mir, sondern höchstens mal den Inhalt und das war's gewesen und dann gibt es eine Fehlermeldung. Da
das hier ist das externe Netzteil zu dem Notebook. Sieht man, das passt da vom Design, dürfte auch das originale Netzteil sein. Und das ist auch hier wirklich so ein Riesenklobber wie ein Brikett und hat hier 15 Volt Gleichstromausgang, 3,5 Ampere maximal, also ungefähr so 50 Watt und ist gar nicht mal so viel für so ein Riesenteil mit einer entsprechend großen Festplatte drin. Viele Notebooks haben ja teilweise auch heute noch 120 Watt Netzteile oder 150 Watt Netzteile. Also so viel Strom hat es gar nicht gebraucht. Ich habe das Notebook hochgefahren und das ist genau das, was man sieht, wenn man es einschaltet. Das ist alles schon vorinstalliert gewesen, wahrscheinlich auch 25, 30 Jahre alt, so um den Dreh. Und hier läuft Norton Commander. Das Display ist natürlich so gewöhnungsbedürftig, also im Video flackert es ein bisschen, hier weniger. Aber ich kann das zum Glück umschalten mit Steuerung Alt und der Taste 7. Dann wird es hier drüben angezeigt. Dem einen oder anderen fällt es bestimmt auch auf, der Monitor ist ja von Phobos, hatte ich ja erwähnt. Das Notebook ist auch von Phobos. Das ist ungefähr von 2003, das ist aus den frühen 90ern. Und wenn man sich mal die Designelemente anguckt am Bildschirmrand, die sind verdächtig ähnlich, auch nach ungefähr 13 Jahren. Da hat es hier diese Rechtecke und die sind auch hier zu finden. Hier sind nochmal Lautsprecher eingebaut. Ist vielleicht dieselbe Firma tatsächlich gewesen, die das im Endeffekt hergestellt hat. Gucke ich mir mal an, was hier installiert ist. Das ist der Norton Commander. Hier unten hat es das Menü und hier oben, das ist auch Norton Commander. Was man hier sieht, das Dunkle, das ist halt das DOS. Da kann ich auch direkt Befehle eintippen, ganz nach wie vor, wie man das eben so gewohnt ist. Und ich gucke mal hier Systeminformationen. Das kriegt man ja recht schön angezeigt beim Norton Commander. Da habe ich hier ein BIOS vom 15.01.88. Also ich gehe mal davon aus, dass so ein Notebook auch über Jahre verkauft wurde. Und es ist ein 386er, der hier drin ist, mit 20 MHz. Also nur nicht mal ein 486er, aber immerhin besser als ein 286er. War mit Sicherheit nicht ganz billig gewesen. Gucke ich mir gleich mal ältere Phobos-Prospekte an. Co-Prozessor ist auch eingebaut. Und ja, wer damals dabei war, der weiß, das war dann richtig teuer und meistens hat er gefehlt. War ja nur ein 386er SX. Hier ist es dann ein 386er DX. VGA-Karte, serielle Maus ist angeschlossen. Und hier ist das Diskettenlaufwerk 720K, 1,4 MB. Kann man im BIOS einstellen. Weiß ich aber auch nicht so genau, was man jetzt hier einstellt, sicherheitshalber. Und hier unten, der hat sogar ungefähr so 8 MB RAM in der Summe und das war natürlich schon richtig gut. Ich kann das mal beenden. Guck mal, was für ein DOS installiert ist. Tippe ich unten VER ein für Version und dann habe ich hier das Compaq MS-DOS 5.0, also noch nicht mal das neueste DOS. Und hier Compaq vielleicht nachinstalliert, aber vielleicht hat das Phobos auch damals mit beigelegt. Die mochten ja Microsoft so mittelgut, nur zumindest eine Zeit lang. Und da haben die wahrscheinlich von Compaq hier eine Lizenz bekommen, kann ich mal so vermuten. Mit dem Norton Commander kann ich mir wirklich gut angucken, was hier auf der Platte drauf ist. Klicke ich hier unten auf Funktion. Ich habe hier meine Maus angeschlossen, die serielle. Und dann gucke ich mir hier mal das Baumdiagramm an. Da sehe ich dann die Platte und na, jetzt ist der Nachteil von der Maus, die hat kein Scrollrad. Weiß auch gar nicht, ob das hier unterstützt werden würde. Muss ich hier zur Tastatur gehen und da sehe ich dann, was für Ordner auf der Platte drauf sind. Das ist wie für die damalige Zeit üblich recht übersichtlich gewesen. Hier ist DOS drauf und hier sehe ich einen Ordner namens Phobos. Und da sehe ich hier auf der rechten Seite, da ist ein Tastaturtreiber scheinbar drin oder irgendwie sowas in der Art. Hier unten hat es scheinbar Word drauf. Word 5 müsste das sein. Das muss man einfach mal ausprobieren. Sieht aber so aus. Dann gibt es einen Ordner namens Schrift. Das sieht sehr danach aus. Dann gibt es hier einen Ordner AFA PR2. Dann AFA DAT SP gibt es hier noch. Mal gucken, was das sein könnte. Aber das sieht nach Spiele aus. Das sieht hier aus nach Lemmings, Golf, PGA, also auch wieder Golf. Dann hier Billard, Arc, ich vermute mal Arkanoid. Ja, sieht schwer danach aus hier drüben. Dann hat es hier noch Tetris und hier ist noch Windows installiert. Und das dürfte dann Windows 3.1 oder Windows 3.11 dann sein. Und ja, damit ist die Platte auch schon voll. Beziehungsweise das ist alles, was hier drauf ist. Da kann ich mit dem Norton Commander meine Programme auch direkt starten. Da habe ich hier links den Ordner Tetris. Hier drüben habe ich meine Tetris.exe. Probiere ich mal aus. Mal gucken, ob da was startet. Sieht gut aus, aber auch schon älteren Datums. Copyright 1987, da war ja Amiga oder Atari ST noch aktuell. Und ja,
Spektrum Holobyte ist hier der Hersteller, aber irgendwie passiert hier leider gar nichts. Was wirklich richtig gut ist bei dem Laptop, das ist die Tastatur. Die ist wie neu, die hat einen super Anschlag und jede Taste hier hat einen ganz sauberen Klick und ist scheinbar auch mechanisch. So hört man das hier raus und die funktioniert wirklich wie am ersten Tag, als wäre sie neu. Was ist hier noch drauf? Billard kann ich mal ausprobieren. Und da gibt es hier PB, Pool Billard wahrscheinlich. Da hat es dann hier Magic Pool Billard Version 1.0, steht leider keine Jahreszahl dabei, kein Copyright, scheint aber eine deutsche Firma zu sein, wenn man sich die Namen hier durchliest. Und hier, so sieht es aus. Hier ein Systema Verlag, probiere ich einfach mal aus. Was man schon gehört hat, eben so einen kleinen Piep, nämlich was hier das Laptop nicht hat, das ist leider eine Soundkarte. Schon sind wir im Spiel und ja, hier unten Enter drücken oder Stoß kann ich die Kugel platzieren. Das Ganze ist natürlich nur 2D und hier kann ich noch die Stärke einstellen. Ja, das ging ein bisschen daneben, aber hat ja für den Anstoß auch funktioniert. Das wird hier mit der Maus gemacht und kann ich hier die Stoßstärke eingeben. Gar nicht mal so schlecht. Und für einen kleinen Zeitvertreib kann man es immer noch ganz gut benutzen. Ich habe das Spiel beendet und bin dann direkt wieder hier im Norton Commander drin. Kann ich hier das andere starten, eben wahrscheinlich Arkanoid. Gehe ich mal stark von aus. Das war damals sehr weit verbreitet. Das ist mit Sicherheit auch aus den späten 80ern. Hat noch nicht mal eine VGA-Auflösung. Und ich spiele das mal hier mit der Maus. Ist tatsächlich Arkanoid. Steht hier unten 86, 87, 88. Und wirklich meines Erachtens eine der ersten PC-Spiele, die es so gab. Und das kam ja aus der Arcade. Und schon geht's los. Kennt jeder. Lief auch auf Amiga, Atari, auch auf verschiedenen Heimcomputern. Und gab es auch als Videospielautomat. Und gibt es, glaube ich, immer noch bei Steam oder sowas. Da kann man sich das noch runterladen. Hier mal gucken im Ordner Golf, da ist nichts drin, war vielleicht mal ein Spiel drin. PGA gibt es noch, das ist ja auch ein Golfspiel und zwar ein super bekanntes, war damals auch nicht ganz billig gewesen. Ist hier Copyright 1990 von Electronic Arts, also war mitunter auch so eins der ersten Spiele von denen und dann auch noch gleich ein Sportspiel. Das hier ist dann der Kopierschutz, der bestand einfach daraus, dass man aus irgendeiner Seite irgendwas rausgesucht hat. Hier soll man hier die entsprechende numerische Antwort geben für die Frage hier unten. Und ja, war leider kein Original dabei, aber da gibt es ja Google für. Und mal gucken, ob das auch stimmt. Und ja, es stimmt, das Spiel startet. Das ist der Golfplatz, auf dem man da virtuell spielt und das Spiel war für die damalige Zeit gar nicht mal so schlecht, wirklich kompliziert programmiert, sehr komplex gemacht. Hier mit Vektorgrafik, mit grafischen Berechnungen eben auf dem 386er ist natürlich ein bisschen einfach, sieht man hier auch an dem Fluss, aber dafür, dass es eben 30 Jahre alt ist, war das Spiel wirklich grafisch sehr innovativ. Allzu viel Action gibt es natürlich da nicht. Das Einzige, was hier so ein bisschen bewegt wird, ist der Golfball. Na, nicht nah dran, aber auch nicht allzu weit weg. Hopsa. Und da kann man jetzt hier das Ganze planen und entsprechend hier schlagen. Ja, sieht nicht so gut aus. Muss ich noch ein bisschen üben. Geschafft. Lemmings ist ja auch noch drauf und lässt sich auch prima starten, aber irgendwas stimmt hier nicht mit der grafischen Ausgabe. Da steht normalerweise ein Text, kann man so gar nicht lesen und das hier ist auch nicht normal. Und da kommen sie, die Lemminge, fallen aber direkt runter. Also irgendwas stimmt hier nicht mit der grafischen Darstellung, aber komischerweise nur bei Lemmings. So sieht das aus, wenn man hier rüber scrollt. Aber da ist irgendwas nicht okay. Schade, dass keine Originaldatenträger mehr hier dabei sind, sonst könnte man es einfach mal neu installieren. Was ja auch noch hier drauf ist, das ist Word 5, das ist dieses Verzeichnis. Und viele wissen es vielleicht nicht, haben es noch nie gesehen. Es gab tatsächlich Word für DOS. Das kann ich mal starten. Es wird einfach gestartet mit Word.exe. Und dann konnte man unter DOS hier mit Word Briefe schreiben, Dokumente verfassen. Gab es auch mit Excel. Und so sieht das dann aus. Hat man hier die
gesamte Oberfläche zur Verfügung. Keinerlei Fenster oder ähnliches. Hier unten gibt es Microsoft Word. Da kann ich draufklicken mit der Maus. Maus unterstützt immerhin auch. Und dann habe ich hier meine Befehle, also meine Befehlsleiste, die in der Windows-Version oben ist. Da kann ich hier verschiedene Optionen dann durchführen. Windows scheint ja hier auch drauf zu sein. Ist prinzipiell genauso zu starten wie bei anderen PCs. Einfach Win eintippen. Und hier klackert es die Platte, die hört man richtig deutlich. Das ist ganz angenehm, da hört man, dass tatsächlich was passiert. Hier ist es dann, mal gucken, was das hier ist für ein Windows. Das ist Windows 3.1 auf Deutsch, immerhin. Und das gibt es auch noch als ältere Version, aber das hier ist das 3.1, eigentlich relativ identisch mit 3.11. Da ist hier drauf Microsoft Excel, die Windows-Version, Microsoft QBasic ist drauf, Army Pro, also hier wurde mit Sicherheit mal drauf gearbeitet, also irgendwas mit Büro oder sowas. Hier oben gibt es eine Option Peter, klicke ich mal drauf, ich ahne schon, was damit gemeint ist. Und ja, das ist der Norton Commander, der da mitgestartet wird. Und der wurde ja von Peter Norton programmiert, deshalb eben auch Peter. Kann ich mal beenden wieder. Und sollte man jetzt hier in Windows wieder zurückkommen. Ja, da ist es. Und hier habe ich dann die grafische Oberfläche auf dem 386DX mit 20 MHz. Was hier leider nicht funktioniert bei dem Notebook, das ist das Diskettenlaufwerk. Habe ich hier meine 720K-Diskette, die sollte ja auf jeden Fall gelesen werden. Ups, da fällt der Hebel da vorne ab und mal gucken, ob das unter Windows klappt. Und hier ist leider auch keine LED, kein Licht zu sehen. Wirklich schade. Klicke ich mal auf Laufwerk A hier oben und da sehe ich zwar hier den Inhalt, aber kann hier nichts kopieren und kann hier nichts starten. Kann ich mal versuchen zu kopieren auf die Festplatte den Inhalt von der Diskette. Möchten Sie das wirklich kopieren? Auf jeden Fall. Mal gucken, ob das klappt. Funktioniert leider nicht. Die Diskette selber ist okay. Die habe ich in anderen Rechnern getestet. Geht weder mit 1,4 MB Disketten oder mit der Einstellung BIOS mit 1,4 noch mit 720K. Kommt immer hier diese Fehlermeldung. Man hört auch kein Diskettenlaufwerk. Das schnarrt ja normalerweise ein bisschen oder man hört den Motor und das ist hier aber leider nicht der Fall. Insofern vermute ich mal, dass es defekt ist. Und an dieser Stelle kommt hier mein Toshiba Notebook zum Einsatz und auch hier die Software Laplink 5 von Traveling Software. Hier oben steht dann, helle Köpfe übertragen ihre Dateien von PC zu PC. Und das werde ich hier mal machen. Da kann ich hier Daten übertragen von diesem Notebook, von dem Toshiba hier drüben eben auf das Highscreen Notebook. Das ist in der Schachtel drin. Das sind zwei Kabel, einmal das gelbe und einmal das blaue. Das gelbe Kabel ist ein Verbindungskabel zwischen parallelen Schnittstellen, also die Druckerschnittstelle. Und hier das blaue Kabel, das hat vier Stecker, brauche ich aber nur zwei davon. Und das ist für die serielle Schnittstelle. Da kann ich dann die beiden Notebooks oder eben auch PCs oder Notebook mit PC verbinden und kann Daten austauschen über die serielle Schnittstelle, entweder über die uralte Breite oder hier über die schmale. Und eine Diskette ist auch dabei, die kann ich auf beiden Notebooks installieren oder auf einem Notebook. Und die ist hier auch aus Anfang der 90er, also das Ganze auch noch mit einem echten Handbuch. Und da zeige ich mal, wie das funktioniert. Das Toshiba Notebook, das hat ein Diskettenlaufwerk hier drüben zu sehen. 1,4 MB natürlich und da schließe ich das serielle Kabel hier drüben an die serielle Schnittstelle an auf der einen Seite. Und das fahre ich gleich mal hoch. Und hier ist die parallele Schnittstelle. Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, die sieht nicht so schön aus. Und wenn euer Notebook, was ihr habt, auch so eine Schnittstelle hat, dann ist da Vorsicht geboten. Zeige ich mal in einem anderen Video. Das Highscreen Notebook hat zwei serielle Schnittstellen. Einmal Maus, habe ich ja schon belegt. Und dann kommt das blaue Kabel an die andere serielle Schnittstelle dran. Das Toshiba Notebook, das ist hier ein T2130CT. Das ist ungefähr so von 95, 96, 97, da wurden die verkauft und da ist das Netzteil übrigens schon eingebaut. Alles deutlich kleiner, hat aber auch ein bisschen schwabbelige Tastatur. Da ist Windows 95 eben vorinstalliert und das brauche ich aber gar nicht. Das kann ich beenden, gehe dann in den DOS-Modus und kann dann die Software starten. Geht es dann hier in den MS-DOS-Modus.
Die Leblink-Software, die habe ich schon installiert auf dem Toshiba Notebook und die rufe ich einfach mit LL5 auf, ganz unspektakulär. Dann habe ich wieder sowas Ähnliches wie den Norton Commander und hier kann ich jetzt die Software über das kleine blaue Kabel installieren. Das funktioniert tatsächlich, ohne dass auf dem anderen Notebook oder auf dem anderen PC irgendwas installiert ist, außer DOS natürlich, klar, das muss drauf sein und so sieht das hier aus. Das ist die Konfiguration. Von meinem COM1-Port möchte ich Software auf den COM2-Port kopieren. Habe ich hier als Rechner Fremdnamen mal Phobos eingegeben und dann gehe ich hier auf Installieren. Und das muss ich hier drüben jetzt eintippen in die DOS-Aufforderung hier bei diesem Bildschirm. Einmal hier Mode COM2 und so weiter. Also hier wird die serielle Schnittstelle eingestellt und dann CTTY und dann COM2 und dann wandert die Software tatsächlich hier rüber. Dann kann ich den Rechner hier drüben, das Highscreen Laptop, fernsteuern über das blaue Kabel durch dieses Notebook. Da beende ich zuerst mal den Norton Commander. Brauche ich jetzt hier nicht drauf und tippe hier Mode COM2 ein. Da stelle ich also jetzt die serielle Schnittstelle von dem Highscreen ein. Hat funktioniert. Jetzt CTTY und dann COM2. Und ja, jetzt lauscht DOS sozusagen am COM2-Port und nimmt da Befehle entgegen. Und hier klicke ich auf OK. Die Fremdinstallation wird ungefähr eine Minute in Anspruch nehmen. Und jetzt sendet das Notebook Daten hier über das blaue Kabel hier drüben hin. Die werden hier empfangen und dann auch ausgeführt. So sieht das aus hier. 100% hat das schon geschafft. Das hat jetzt keine Minute gedauert. Hier drüben hat die Festplatte eben mal geklackert. Da sieht man, dass da Daten angekommen sind. Und hier wird das Ganze gleich gestartet. Da kopiert er jetzt die Datei ll5.exe. Da wird eine Exe-Datei hier drüben draufgeschoben, ohne dass da irgendeine spezielle Software eben im Hintergrund nochmal installiert wurde oder über irgendeinen Datenträger installiert wurde. 95%, 98, 100. Jetzt müsste die Datei hier drüben drauf sein und wird auch automatisch gestartet. Und siehe da, jetzt sind beide PCs hier über diesen Explorer, über diese Explorer-artige Oberfläche miteinander verbunden. Und jetzt kann ich hier Daten austauschen über das Kabel. Da habe ich hier meine Diskette, da ist drauf Goodbye Galaxy, das ist eine Demo, die lege ich hier drüben mal in das Diskettenlaufwerk ein von dem Toshiba Notebook und jetzt kann ich hier auf meinem Phobos-Rechner, auf meinem Phobos-Laptop nach verfügbaren Verbindungen schauen. Habe hier eine an COM2, also dieses Gerät und da findet es Laufwerk A, C und D und da nehme ich das Laufwerk A, also die Diskette, die ich eben eingelegt habe. Und da sind auch wieder meine vier Dateien drauf und die kann ich alle kopieren. Hier unten steht F2 kopieren und da drücke ich hier auf die F2-Taste und jetzt wird die rüber kopiert von dieser Diskette über das blaue Kabel hier auf das Notebook. Geht auch mit mehreren Dateien gleichzeitig. Die werden einfach hier so markiert mit der Umschalttaste und dann rüber kopieren. Und dann werden jetzt die anderen drei Dateien auch noch rüber kopiert und so habe ich dann alle Dateien kopiert. Und das kann ich auch mit den anderen Disketten machen, insofern die natürlich nicht kopiergeschützt sind. Hat geklappt, fertig. Und der Vorteil ist natürlich hier mit so einem Kabel, da kann ich natürlich auch komplette Backups machen von alten Notebooks hier. So ein Notebook, was eben auch kein USB hat, was kein optisches Laufwerk hat, keinen Brenner oder sowas. Ich kann die komplette Software hier rüber kopieren auf ein anderes Notebook mit USB, mit Brenner. Ich kann also auch hier ein Backup machen von so einem alten Gerät auf einen USB-Stick, den ich hier drüben reinstecke. Das dauert natürlich alles ein bisschen immer, aber das macht ja nichts, wenn das über Nacht passiert. Umgekehrt könnte ich hier auch indirekt einen USB-Stick anschließen. Den stecke ich hier drüben rein bei Windows 95 und kopiere die Daten einfach rüber. Also Daten, die ich mir aus dem Internet runtergeladen habe, irgendwelche Treiber, irgendwelche alten Spiele, kann man so auf so ein Gerät wieder draufbringen. Wo das so gut läuft, kopiere ich jetzt auch mal die Day of Tentacle Disketten von dem Toshiba auf den Highscreen drauf über das Kabel und läuft ganz gut. Hier 25% ist bei Diskette Nummer 5. Hoffentlich sind die nicht kaputt, das weiß man natürlich nie so genau. Und hier steht drauf, Systemanforderung 286er oder höher, sollte eigentlich drauf laufen. Gut, mit dem Sound wird es ein bisschen knifflig. Und das Ganze ist auch von Anfang der 90er, 93 ungefähr. Und ich hatte mir das hier mal 2003 gekauft bei eBay für 5,50 €.
Alles fertig, hat geklappt. Mein Toshiba Notebook brauche ich da nicht mehr. Das kann ich ausmachen und kann das Kabel hinten abziehen. Mal schauen, ob meine Bonus-Disk funktioniert, die ich rüber kopiert habe. Das ist Commander Keen von Apogee, war ein absoluter Klassiker und den hatte ich ja auch hier mit dem Kabel übertragen. Sieht sehr gut aus, war damals ein sensationelles Scrolling gewesen für eine VGA-Karte und sogar auf diesem 386er ist es absolut flüssig. Hier butterweiches Scrolling haben die sehr gut programmiert und so wie es scheint, funktioniert das Spiel ganz gut. Mal gucken, ob es lädt. Ton ist natürlich hier ein bisschen mau, aber das sieht schon sehr gut aus. Das läuft hier ohne Probleme. Ja. Das funktioniert. Mal gucken, ob Day of Tentacle sich installieren lässt. Ich habe die ganzen Disketten in ein Verzeichnis reinkopiert und dann wird hier Install aufgerufen. Aber das sieht nicht so aus. Fehlercode 2235 in Skriptzeile 4 gibt es ein Problem. Kann man aber hier wenig machen. Wie man sieht, ist es nur eine Install-Exe und dann hier die einzelnen Archive. Sind dann 7 Disketten. Vielleicht ist da zu wenig Speicher vorhanden. Vielleicht gibt es ein Problem mit der Speicherkonfiguration mit dem QEM, mit HiMemSys. Kann man sich ausrechnen. Vielleicht mag er den Prozessor dann doch nicht, obwohl es hier draufsteht, dass es funktionieren sollte. Oder irgendeine Hardware passt ihm hier nicht. Ich schaue mir das Gerät nochmal von innen an. Und während dem Betrieb jetzt hier die letzten 3-4 Stunden, da ist es super heiß geworden hier hinten. Richtig unangenehm. Und die Schrauben sind ja leicht zugänglich und ich gehe mal davon aus, dass sich sowas leichter öffnen lässt als so ein Gerät von heute. Das war schon mal einfach. Das waren jetzt hier 7 Schrauben, die man rausschrauben musste und vor allem auch konnte. Bei vielen neueren Geräten kommt man ja da eher schlecht bis gar nicht dran. Und da sehe ich hier hinten schon mal die Festplatte, hier das Diskettenlaufwerk und ja, hier ist es super heiß. So soll das wohl auseinandergebaut werden, dass man hier das Display und das Oberteil erstmal hier hinten hinstellt. Die Kabellänge spricht dafür. Zur Seite geht es nicht, nach vorne auch nicht und die Kabel kann man auch erstmal so nicht abmachen. Hier ist ein Stecker, aber die anderen Kabel verschwinden hier. Hier unten drunter verschwinden die auch. Und ja, der Akku hier, der sieht so aus, als wäre er hier die ganze Breite breit. Und hier, da fehlt eine Schraube bereits. Da hat jemand schon mal was dran rumgeschraubt. Die Festplatte. Die glüht auch. Mal gucken, wie heiß die ist. 55 Grad und das Gerät ist schon seit 10, 20 Minuten aus. Mal gucken, hier hinten Akku 49 Grad, Kontrollmessung 35. Ab und zu ist es immer ein bisschen daneben und aber so 55 kommt da schon ganz gut hin. Die Tastatur, die ist gar nicht weiter festgeschraubt. Die kann ich hier einfach so rausnehmen. Die hat hier zwei Befestigungskabel, auch noch mit in Anführungszeichen richtigen Steckern, also nicht diese Flexkabel mit dem integrierten Stecker, wie man das heute hat, sondern noch richtig schön alles gelötet und gekrimmt. Und hier sind die RAM-Module und da sehe ich 2, 3, 8 Stück. Und das war wohl auch optional, also ausgeliefert wurde das mit weniger RAM. Das hier unten, das ist die Stromversorgung von der Platine, die geht hier hinter zum Akku und zum Netzteil. Und hier sind so richtige Molex-Stecker noch drin, wie man die in PCs findet. Die RAM-Module natürlich genauso, die Steckkarte auch. Also das ist eigentlich ein PC, der in ein Laptop-Gehäuse eingebaut wurde. Und hier sieht man auch die Prozessoren, beziehungsweise hier die 386er CPU, diese hier und hier dann den Co-Prozessor. Ist vor allem auch eine CPU ohne Kühlung und ich halte mal den Finger drauf, sind aber auch mindestens mal so 50 Grad, vielleicht sogar noch heißer, ist genauso heiß wie die Festplatte. Und irgendwann heizt sich hier innen drin natürlich alles auf. Und diese RAM-Module, die sind auch entsprechend heiß. Ja, tut schon so ein bisschen weh. Ich mache mal hier so ein RAM-Modul raus und ups, da ist es dann. Und das sind sogenannte SIP-Module. Das sind eigentlich SIM-Module. Aber nochmal mit Beinchen unten dran, so sieht das von vorne aus. Die sind da quasi einfach nur dran gelötet, damit die reinpassen. Hat man mal ganz kurz gehabt, so Anfang der 90er, und dann hat man eben andere Module, andere Sockel hier auch reingemacht. Der Vorteil ist natürlich, die kann ich einfach von oben einstecken. Bei den SIM-Modulen oder bei anderen Modulen muss ich die immer ein bisschen anwinkeln und dann zuhebeln. Die verbrauchen ein bisschen weniger Platz.
Steht dann hier auch noch Siemens drauf, Western Germany, also ob die da hergestellt wurden und ob das nur der Stempel ist, dass die Firma da sitzt, das weiß man so genau nicht. Das ist der Akku, den habe ich jetzt hier ausgebaut, hier aus diesem Metallgehäuse, was hier hinten dann drin ist. Da ist aber noch das Netzteil drin, Lüfter und so weiter. Sogar noch eine Feindsicherung sieht man hier. Ist ja auch eher selten, aber typisch frühe 90er. Akku ist wirklich sehr heiß und das ist ein Nickel-Cadmium-Akku, also wirklich was für den Wertstoffhof zum Entsorgen und auch nicht ganz ungefährlich. Die Festplatte, das ist eine Miniscribe, also so heißt oder so hieß der Hersteller damals. Und hier steht dann Inspected 12. Juni 1990, also über 30 Jahre alt jetzt. Und diese Firma Miniscribe, die gibt es auch nicht mehr. Die ist eigentlich 1990 bankrott gegangen. Und das waren noch so die Reste. Die ist eigentlich bankrott gegangen, bevor diese Festplatte scheinbar gebaut wurde. Oder vielleicht war das noch irgend so ein Lagerrest. Und die Firma Markstor hat eben die Reste von der Firma Miniscribe gekauft. Das Diskettenlaufwerk, was ja nicht richtig funktioniert hat, das habe ich ausgebaut. Und das ist interessanterweise ein Epson SMD 400, so wie das hier drauf steht. Und diese Laufwerke, die findet man eigentlich oder fand die eigentlich in Atari STs, wohl auch teilweise in Amiga. Und das ist tatsächlich ein 720K-Laufwerk. Was das jetzt hier drin macht, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ist ja ein AT und gerade bei einem 386er hatte man keine 720K-Laufwerke mehr und selbst die 286er davor, die hatten 1,2 Megabyte 5,25 Zoll oder dann 1,4 Megabyte 3,5 Zoll Laufwerke. Vielleicht hat das irgendjemand mal hier eingebaut. Wäre gut möglich beim Rausschrauben der Schrauben ist mir aufgefallen, dass einige gar nicht richtig feste waren. Und da sind auch Schrauben mit Siegellack drauf. Das ist so ein grüner Siegellack. Und der hat bei einigen Schrauben gefehlt. Zudem habe ich noch hier eine Schraube gefunden, die ist hier hinten rausgefallen. Immer sehr gefährlich, aber der absolute Klassiker bei Desktop-PCs, bei Notebooks, wo mal was dann rumgebaut wurde. Da fällt irgendwie mal eine Schraube rein, keiner merkt's und dann klemmt die sich hier irgendwo ein. Wirklich immer mal drauf schauen. Da sollte das Austauschen von dem Diskettenlaufwerk eigentlich kein Problem sein, aber so wie das immer ist, man denkt immer, es ist kein Problem, immer nur eine Kleinigkeit, dann sitzt man trotzdem Stunden dran und es funktioniert immer noch nicht. Aber das werde ich mal in einem anderen Video machen oder in einem Livestream mal gucken. Schaut euch einfach mal die Livestreams an nach dem Video oder die entsprechenden Videos zu dem Thema. Ist natürlich immer so die Frage auch, was hat das eigentlich damals gekostet? Hier ist ein Prospekt von 1991 und da bewirbt Phobos ein 3 Kilogramm Notebook für 3.333 D-Mark. Sieht schon mal deutlich kleiner aus als das, was ich jetzt hier habe. Ist aber auch nur ein 286er, also noch ein bisschen langsamer. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann findet man Vergleichsgeräte. Also dieses habe ich leider nicht mehr gefunden. Und bei solchen alten Geräten, es ist immer schön, wenn der Besitzer, der Erstbesitzer da vielleicht eine Rechnung aufhebt und eine Rechnung dazu tut. Und hier sieht man jetzt hier normale PCs und da habe ich hier einen 386er mit 25 MHz, also einen DX mit Coprozessor und die liegen so bei 3642, 3738, also so kann man sich das hier auch vorstellen. Was hat's hier? Hier hat es auch noch ein recht klobiges Notebook und das liegt bei 3.495 Euro, aber auch nur ein 80286er Prozessor, also noch ein bisschen langsamer als das hier. Hier bin ich jetzt bei Ende 92. Das ist ein Phobos-Prospekt vom November 1992. Und da verkaufen die auch noch diese 386er als Notebook. Hier Essex mit 25 MHz, also ein bisschen langsamer, ohne Coprozessor. Und da liegen die immer noch bei 2000 D-Mark. Ein bisschen schnellerer liegt bei 2700 D-Mark. Also diese Geräte, so wie sie jetzt hier im Video zu sehen sind, die waren damals auch über längere Zeit aktuell und vor allem auch preislich erschwinglich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare und guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Links zu solchen alten Sachen, zu PCs, zu den ganzen technischen Spezifikationen, zu Netzwerkkarten und so weiter. Auch zu den Spielen, die da gezeigt wurden, findet ihr Links und besucht dann mal die Seite tooltime.de. Auf der Seite tooltime.de, da findet ihr noch hunderte andere Beiträge zum Thema Windows 10, zum Thema aktuelle Notebooks, aktuelle PCs, wie man die schneller macht, wie man die repariert, wie man das Ganze ein bisschen optimieren kann. Da seht ihr, wie man Bildschirme repariert, Drucker instand setzt und so weiter. Da sind dann noch jede Menge Sachen für euch dabei.
Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und Instandsetzt von Canon Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.